Erneuter Fehlstart von Asta. SpaceX startet 3 Raketen in 38 Stunden. Japan findet Aminosäuren auf Asteroiden. ISS muss Trümmer von russischem Waffentest ausweichen. NASA bereitet SLS auf nächsten Test vor. SpaceX entlässt Mitarbeiter nach offenem Brief. NASA ernennt Astronauten für ersten Flug mit Boeing Starliner. Ariane 6 wird frühestens 2023 starten. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde sieht keine Umweltprobleme bei Starship-Starts von der Starbase in Texas. Und Elon Musk spricht schon von ersten Startversuchanläufen im Juli. Herzlich willkommen zu den Senkrechtstarter Raumfahrt News. Ich bin Mo und mit Senkrechtstarter kannst du ganz nah an den neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt sein. Kleiner Spoiler, die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich. Man kommt kaum mit. Aber keine Angst, ich habe für dich aufbereitet, was die letzte Woche so in der Raumfahrt passiert ist. Wenn das genau dein Thema ist, dann abonniere gerne Senkrechtstarter und lass dem Video einen Like da. Am Sonntagabend, den 12. Juni, ist um 19.43 Uhr MESZ die TROPICS-1-Mission der NASA gestartet. Leider nur gestartet, denn ein Orbit wurde nicht erreicht. Wir haben uns das zusammen auf dem wie immer hervorragenden Stream von NASA Spaceflight Live angesehen. Zwar kam es in der Startvorbereitung zu einigen Verzögerungen und ich hatte schon spekuliert, ob das nur eine nasse Generalprobe werden würde, aber als es dann soweit war, sah die ersten Minuten des Starts extrem gut aus. Die erste Stufe performte wie gewünscht und auch die Stufentrennung und Zündung der Oberstufe verlief wie geplant. Die TROPICS-1-Mission sollte die erste von 3 NASA-Missionen mit jeweils 2 3U CubeSats werden. Diese Konstellation von insgesamt 6 Satelliten sollte dann tropische Stürme beobachten. Aber es kam anders. Nur etwa eine Minute bevor die Rakete planmäßig einen Orbit erreichen sollte, konnten wir weißen Rauch sehen. Ich denke nicht, dass die da in der Rakete einen neuen Papst gewählt haben, sondern aus irgendeinem Grund ist das Oberstufentriebwerk vorzeitig ausgefallen. Was war das? Hast du gerade gesehen? Oh nein! Uh-oh, shit! Uh-oh, fuck! Oh, Entschuldigung. Das reicht nicht. Das. Shit, das trudelt, da ist irgendwas. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Das wurde auch von Astra bei Twitter so wiedergegeben. Erste Stufe normal und zweite Stufe vorzeitig abgeschaltet. Aber die Ursache können wir aktuell nur spekulieren und auch Scott Manley hat noch keine schlüssige Erklärung in seinem aktuellen Video. Was aber auffällt, ist dieses weiße Abgas, das wir so nicht bei normalen Triebwerksabschaltungen von Astra der zweiten Stufe kennen. Mir war noch aufgefallen, dass die Schubvektorsteuerung das Triebwerk gegengelenkt hat. Also vermutlich wollte die Steuerung das vom Zielkurs abkommen ausgleichen, obwohl das Triebwerk schon aus war. Das würde für mich auf einen Ausfall des Triebwerks hindeuten, was die Flugsteuerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht registriert hatte. Fakt ist, dass die Oberstufe samt Nutzlast noch nicht schnell genug für einen Orbit war und so vor Afrika wieder in die Atmosphäre eingetreten ist und dort beim Eintritt verglüht ist. Nach diesem erneuten Fehlschlag kann der Börsenkurs von Astra, glaube ich, als Tunnelbohrmaschine verkauft werden. Ich finde es extrem schade. Astra macht vieles anders und ich und vermutlich viele andere hatten sich von dem Start erhofft, dass Astra nun langsam in den normalen, sicheren Startbetrieb übergehen kann. Jetzt wird Astra erstmal den Vorfall untersuchen und der NASA erklären müssen, warum sie nun schon wieder eine Nutzlast verloren haben. Wir waren wieder über 800 Leute auf dem Senkrechtstarter-Livestream, als SpaceX am Freitagabend, den 17.06. um 18.08 MESZ von Florida aus eine weitere Ladung Starlink-Satelliten gestartet hat. Besonders für diesen Start, Booster 1060 ist zum 13. Mal geflogen und auch zum 13. Mal gelandet. Ja, nach der erfolgreichen Landung markiert seine Endkennung 14 nun den vermutlich bevorstehenden 14. Start. Weiter bemerkenswert, SpaceX hat nun zusammen mit Falcon Heavy Boostern 100 Booster wiedergeflogen. Und das, bevor auch nur ein vergleichbares System irgendwo sonst auf der Erde zur Verfügung steht, das die gleichen Fähigkeiten hat. Wie verlässlich das Landen und Wiederaufbereiten von Boostern ist, sagt auch die nun erreichten 50 Wiederlandungen von Boostern ohne Fehlschlag. Ganz interessant dazu ist ein aktuelles Video von Gwynne Shotwell, in dem sie sagt, dass SpaceX aktuell jede Woche eine neue Oberstufe für die Falcon 9 produziert. Die ist im Gegensatz zu den Boostern und der Nutzlastverkleidung ja nicht wiederverwendbar und so muss für jeden SpaceX-Start aktuell eine neue Oberstufe produziert werden. Das wird sich absehbar ändern, aber dazu am Ende des Videos mehr, wenn wir über das Starship sprechen. Wir hatten weitere SpaceX Falcon 9 Starts. Am Samstag, den 18. Juni um 16.19 Uhr MESZ wurde für die deutsche Bundeswehr der erste von 3 Radaraufklärungssatelliten von der Vandenberg Space Force Station in Kalifornien gestartet. Ich hatte letzte Woche in den News fälschlicherweise gesagt, der Satellit wäre von OHB gebaut, die schon den SARah-Vorgänger Salupe entwickelt und gebaut haben.
Zwar ist auch das nachfolgende System SADA bei OHB entwickelt worden. OHB ist der Hauptauftragnehmer, aber von den drei Satelliten sind nur die noch zu startenden Satelliten SARA 2 und SARA 3 bei OHB gebaut worden. Der erste der SARA-Satelliten mit Phased-Array-Radartechnik wurde von Airbus in Friedrichshafen am Bodensee gebaut. Wir waren über 1000 Raumfahrt begeistert und haben uns das zusammen angesehen. In Vandenberg war es zur Startzeit ziemlich neblig, aber da die Falcon 9 ja über Onboard-Kameras verfügt, waren die Bilder, nachdem die Wolkendecke dann durchbrochen wurde, wieder wie immer hervorragend. Die Nutzlast, die auf ihrem Weg zum Start wohl Tag und Nacht von Feldjägern bewacht worden ist, konnten wir beim Start leider nicht sehen. Dafür aber, wie der Booster nach erfolgreicher Zündung der zweiten Stufe einen Boostback-Burn durchgeführt hat und so zurück zum Startplatz beschleunigt hat und nur Minuten nach dem Start in unmittelbarer Nähe zur Startrampe gelandet ist. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der SpaceX-Start von Globestar da bereits erfolgt sein. Der ist aktuell für Sonntagmorgen 6.27 Uhr MEST von Florida angekündigt und sollte im besten Fall auch hier auf Senkrechtstarter von mir live kommentiert worden sein. Also es wird gemunkelt, ob da vielleicht eine geheime US-amerikanische Militärlast mitfliegt, also ein Spionagesatellit zum Beispiel. Denn die Globalstar-Satelliten, die wiegen, meine ich, unter einer Tonne. Und dafür müsste zum Beispiel die Falcon 9 nicht auf dem Drone-Chip landen. Aber ich nehme auf den SpaceX-Stream, passt mal auf. Und ja, höher aufgebaut, zweite Stufe ausgesetzt. Oh, habt ihr da gerade den Blitz gesehen? Da ist anscheinend gerade in Florida ein Sturm unterwegs. Crazy. Mega geile Bilder. Das hatte ich so auch noch nicht gesehen beim Start. Die Globestar-Satelliten sind Kommunikationssatelliten, die normalerweise in kleinen Gruppen gestartet werden. Stage 1 landing leg deploy. Landebeine sind auf. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Ja! Erfolgreiche Landung. 25th and final satellite in the second generation constellation. Globalstar, separation confirmed. And awesome view. You can see the Global Star FM-15 satellite drifting away from Falcon 9's second stage. With a successful deployment of the Global Star FM-15 satellite, that will bring our webcast to a close. Was ist sonst noch so die Woche in der Raumfahrt passiert? Japanische Forscher haben Aminosäuren und damit Bausteine des Lebens in einer Asteroidenprobe entdeckt. Die Hayabusa-2-Sonde hat zweimal Proben vom Asteroiden Ryugo genommen und eine davon aus einem Krater, den die Sonde vorher selbst mit einem Projektil erzeugt hat. Das gesammelte Material wurde dann hermetisch versiegelt und mit einer Wiedereintrittskapsel Ende 2020 auf die Erde geschickt, wo die Probe seitdem untersucht wird. Der Fund der Aminosäuren könnte eine Theorie stützen, nach der die Bausteine für die Entstehung von Leben auf der Erde aus dem All stammen. Super spannende Vorstellung, oder? Wenn du sehen magst, wie man künstliche Asteroidenschwerkraft, wie zum Beispiel auch Ryugo, erzeugen kann, dann schau mal in meine Episode zu dem Thema, verlinke ich dir hier. Die ISS musste die Woche ein unplanmäßiges Korrekturmanöver durchführen. Ein russischer Progressfrachter feuerte etwa 20 Sekunden, um Weltraumschrott auszuweichen. Fun Fact, dieses Schrottteil hatte der russische Antisatellitentest Ende 2021 erzeugt. Ja, ihr könnt euch vielleicht an die Stellungnahme aus Russland erinnern, dass für die Astronauten und die Raumstation durch diesen Test keine Gefahr besteht. Naja, laut Katja war es auch das erste Mal, dass Russland bei dem Manöver gesagt hat, dass es für den Schrott selbst verantwortlich war. Ja, muss ich euch, glaube ich, nicht sagen, aber für alle, die es noch nicht wissen, jeder Antisatellitentest ist unverantwortlich. Das SLS, die nächste Mondrakete der NASA, wird aktuell für seine vierte Wet Dress Rehearsal vorbereitet. Also die sogenannte feuchte Kostümprobe, bei der die Rakete voll betankt werden soll und alle Prozeduren bis kurz vor dem Start durchgegangen werden sollen. Betanken mit den kryogenen Betriebsstoffen Wasserstoff und Sauerstoff soll am 20. Juni losgehen. Der erste Flug für Artemis 1 mit dem SLS um den Mond dann könnte theoretisch im nächsten Startfenster zwischen dem 26. Juli und dem 10. August erfolgen. Wobei die NASA selbst schon meinte, dass das eher unwahrscheinlich ist. Man wird bei den aktuellen Tests sehr vorsichtig sein und jede unvorhergesehene Reaktion auf die Startprozedur nachgehen. Auch die ersten drei Versuche wurden ja vorzeitig abgebrochen. Dementsprechend ist meine aktuelle Erwartung für den Test nicht allzu hoch. Wahrscheinlich ist dann vermutlich das Startfenster vom 23. August bis zum 6. September eher wahrscheinlich. Wie du als regelmäßiger Senkrechtstarter-Zuschauer vermutlich weißt, ist auf der Spitze des SLS unter dem Orion-Raumschiff das European Service Module, das Ganze in meiner Nähe in Bremen entmontiert wird. Ich hatte das große Privileg, die Woche mit Toni von Mondgeflüster in den Rheinraum von Airbus in Bremen zu dürfen, um die Endmontage des ESM 3 und 4 zu bewundern. Ja, genau. ESM 3 wird das ESM sein, das die erste Frau mit Artemis und damit die Amerikaner zurück zum Mond bringen wird. Vielen, vielen Dank an Airbus für die Einladung. Ja, leider muss ich euch noch etwas auf die Folter spannen, bis ich die Bilder hier zeigen kann. Da wir tatsächlich hautnah an das ESM ran durften, müssen unsere Aufnahmen erst durch die NASA abgesegnet werden.
Wenn wir bei SLS und dem mächtigen Vehicle Assembly Building sind, in dem schon Space Shuttle und Saturn V zusammengesetzt wurden. Ja, die NASA sucht offenbar einen privaten Kunden, der bereit ist, das VAB zu pachten. Vielleicht werden die Träume der Community ja doch wahr, die ein Starship aus dem VEB gerollt zeigen. Wobei zur Pachtung nur die VEB-1 zur Verfügung steht. In VEB-2 wird ja weiter das SLS montiert werden müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass das öffentlich ausgeschrieben wird, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber grundsätzlich hier dann das Starship in der NASA-Version für die Mondlandung, das sogenannte HLS, integriert werden soll. Vielleicht auch ein ganzer Starship-Booster-Stack. Grundsätzlich würde die gesamte Starship-Rakete in das VEB passen. Fun Fact: Das VEB war ursprünglich dafür ausgelegt worden, dass drei Saturn V in ihr zeitgleich montiert werden können. Ja, und die Starship-Produktionsanlagen an der Roberts Road, die sind ja ganz schön weit weg vom Startpad, was ein Zwischenlager bestimmt sinnvoll macht. Zu Starship aber später mehr. Eine Story zu SpaceX macht gerade die Runde, indem eine Gruppe von Mitarbeitern einen offenen Brief veröffentlicht hat, der sich an das SpaceX-Management richtet und sich unter anderem an dem Musk-Twitter-Verhalten stört. Weiter, dass sein Verhalten auf Twitter eine Quelle der Peinlichkeit und Ablenkung für das Unternehmen geworden ist. Die Briefschreiber machten Vorschläge, wie SpaceX sich von Musks Twitter-Äußerungen distanzieren und Führungskräfte und Personen, die sexuelle Belästigung begehen, besser zur Verantwortung ziehen könnte. Der offene Brief ist unter anderem auf The Verge einsehbar. Die interne Seite, auf der offene Brief veröffentlicht wurde, ist laut The Verge nicht mehr zu erreichen. Wie The Verge weiter schreibt, gab es mindestens 5 Kündigungen bei SpaceX, die im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des offenen Briefs stehen. In ihrem Erklärungsschreiben an die Mitarbeiter schreibt Gwynne Shotwell unter anderem, dass das derzeitige Führungsteam von SpaceX mehr als jedes andere in ihrer 35-jährigen Karriere darauf bedacht sei, ein großartiges und sich ständig verbessertes Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Und sie fordert ihre Mitarbeiter auf und erwartet von ihnen, dass sie sich mit allen Anliegen an ihre Führungskräfte, das Senior Management, die Personalabteilung und die Rechtsabteilung wenden. Auch ihr Antwortschreiben ist auf The Verge zu lesen. Ich will mir da noch kein Urteil bilden, aber ich fand, das gehört ja einfach in die News. Wir hatten das in der Community schon antizipiert, aber die öffentlichen Statements der ESA, die dauern dann doch ein bisschen länger. Der Start der Ariane 6 wird nicht mehr 2022 stattfinden. Es bricht mir als überzeugtem Europäer das Herz, aber ich denke, jedem, der das Projekt verfolgt, sollte spätestens jetzt klar sein, dass die Ariane 6 vermutlich einer der größten Fehler der europäischen Raumfahrt war. Definitiv einer der teuersten. Die NASA hat die beiden Astronauten für den ersten Crewflug von Starliner bekannt gegeben. Sunny Williams und Butch Wilmore werden frühestens Ende dieses Jahres den Mission Crew Flight Test des Boeing Starliners durchführen. Die Mission wird zur internationalen Raumstation führen und voraussichtlich 2 Wochen dauern. Sowohl Williams als auch Wilmore sind Raumfahrtveteranen. Williams nahm an 2 Langzeitmissionen zur ISS in den Jahren 2006 und 2012 teil und war insgesamt 322 Tage im All. Wilmer war Pilot der Space Shuttle Mission STS-129 im Jahr 2009 und verbrachte von 2014 an 6 Monate in der ISS. Das lange erwartete FAA-Umweltgutachten für eine Starterlaubnis von der SpaceX Starbase ist erschienen. Ich hatte kurz auf Twitter gepostet, keine Starterlaubnis, und Junge, Junge, Junge ist die Community dann ausgerastet. Was ich sagen wollte war, das ist noch keine Starterlaubnis, aber ein wichtiger Schritt dorthin. Eigentlich hatte SpaceX für die Starbase in Boca Chica bereits ein solches Umweltgutachten, das war aber noch in Hinblick auf die Falcon Heavy erteilt worden. Man kann schon etwas nachvollziehen, dass für das viel größere, viel leistungsfähigere Starship samt Booster eine erneute Untersuchung gefordert war. Und die große Neuigkeit war, dass es grundsätzlich keine Einwände der FAA gab. Es müssen einige Auflagen erfüllt werden und vorerst dürfen nur maximal 10 Starts pro Jahr durchgeführt werden, aber grundsätzlich steht Starts von Boca Chica aus mit dem Starship nichts entgegen. Passend dazu tweetete Elon Musk, dass Starship hoffentlich dann nächsten Monat bereit für den ersten Test für einen Orbitalflug wäre. Ja, schauen wir mal. Also wenn du danach deinen Urlaub planen magst, würde ich vielleicht eher von August, September ausgehen. Ganz interessant war in Scott Manleys Video zu dem Thema, dass SpaceX sich dazu verpflichtet hat, auf eine historische Schlacht im Bürgerkrieg mit Informationstafeln hinzuweisen und eventuell gefundene Überbleibseln aus dieser Zeit zu sichern. Klar, wenn du nur 500 Jahre Geschichte hast, dann ist man auf jedes Überbleibsel sehr stolz. Weitere Bedenken waren unter anderem brütende Schildkröten am Strand, die durch Licht irritiert werden könnten, weswegen Beleuchtungsanlagen jetzt abgeschirmt werden müssen. Die Ozelotte, auf die Scott Manley in seinem Video eingeht, die gibt es seit Elon Musk Twitter-Antwort seit über 40 Jahren nicht mehr in der Gegend. Bedenken bezüglich eines Kraftwerks und einer Meerwasserentsalzungsanlage konnte SpaceX ausräumen, indem es auf die Anlagen nun verzichtet. Bisher glaubt SpaceX ja weiter, dass sie keine Sprinklersystem, also kein Deluge-System brauchen.
Sollten Sie doch eines brauchen, würden Sie das Wasser dann mit Tanktrucks anliefern. Die Methanverfeinerungsanlage wurde auch verworfen, da durch Anpassung des Raptor-Triebwerks nun mit handelsüblichem Methan gearbeitet werden kann. Für die Startvorbereitung machte Elon Musk auf Twitter nicht allzu große Hoffnungen für die ersten Anläufe, weil es wohl noch eine ganze Weile dauern wird, bis Schritt für Schritt alle Abbruchsauslöser gebügelt worden sind. Also im Prinzip das, was alle beim SLS aktuell kritisieren, aber bei SpaceX ist das Testen eben ein Feature. Bei der NASA erwarten alle hingegen, dass sich das alles vorher schlaue Menschen minutiös angeschaut und durchgerechnet haben. Haben sie vermutlich auch. Das Gefährt, das den ersten Orbitalstartversuch antreten soll, das ist Starship SN24, das in den letzten Wochen mehreren Cryo-Tests unterzogen wurde und mit dem Can-Crusher zusätzlich die Belastung durch Raptor-Triebwerke simuliert wurden. Ich kann es kaum glauben, aber es scheint ja nun wirklich so weit zu sein, dass es endlich den lang erwarteten ersten Orbitalflugversuch des Starships zu bewundern geben wird. Wie mehrfach gesagt wurde, wird hier nicht von einem vollen Flug ausgegangen, sondern vermutlich werden nicht alle Testziele auf Anhieb erreicht. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das so oder so ein spektakuläres Ereignis wird. Ich weiß, das habe ich hier auch schon sehr oft gesagt, aber wenn Starship völlig wiederverwendbar funktioniert, wird das die Raumfahrt für immer verändern. Die Erschütterung, die die Falcon 9 mit ihrer teilweisen Wiederverwendung in der Branche ausgelöst hat, würde sich nur wie ein Vorbeben zu den dramatischen Veränderungen durch das Starship verhalten. Da sind wir noch nicht ganz, aber aktuell sieht es verdammt gut aus. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Ich hatte für vergangene Woche einen Start der südkoreanischen Raumfahrt angekündigt, der wegen technischer Schwierigkeiten verlegt wurde. Der Start der ersten komplett in Südkorea entwickelten Orbitalträgerrakete soll nun am Dienstag, den 21. Juni um 8 Uhr morgens erfolgen. Da es ein historischer Start werden könnte und Südkorea mit einem Schlag in den exklusiven Club der Staaten boosten würde, die Nutzlasten über eine Tonne Gewicht in einen Orbit befördern können, werde ich den Start versuchen zu streamen. Der erste Ariane 5 Start seit James Webb steht vor der Tür. Und dann ein Ariane-typischer in sogenannter doppelter Ausführung. Dabei werden zwei große Satelliten mittels eines Hütchens übereinander gesetzt und zusammen auf einen geostationären Transferorbit geschoben. Also auf einen Orbit, von dem die Satelliten aus eigener Kraft gut den geostationären Orbit erreichen können. Geplante Startzeit ist 23.03 MEST. Sollte es einen Livestream geben, dann würde ich den natürlich gerne livestreamen. Starten wird die Ariane 5 EK wie alle Ariane und Vega-Raketen von Kourou in Französisch-Guyana. Rocket Lab plant für Samstag, den 25. Juni, einen Start ihrer Electron für 12 Uhr MEST. Gute Uhrzeit für uns und während Ariane Spass noch sehr an ihrer Übertragung der Starts arbeiten muss, könnt ihr sicher sein, dass bei Electron-Starts die Berichterstattung und die Bilder hervorragend sind. Auch wenn natürlich die kleine süße Electron noch nicht mal im Ansatz mit der Leistung eines Ariane 5 Feststoffboosters mitkommen kann. Starten wird die Electron wie bisher noch alle Rocket Lab-Starts von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland. Wenn du meine Live-Raketenberichterstattung nicht verpassen möchtest, unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke gedrückt, damit YouTube dich auch daran erinnert, wenn ich live gehe. Ja, ich hoffe, meine Raumfahrt-News heute haben dir gefallen. Wenn ja, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.